Seit die Menschen über den Aufbau der Welt nachdenken, versuchen sie, die Weiten des Universums zu ergründen. Das Rätsel um die Grenzen unseres Weltalls vermag jedoch erst ein amerikanischer Astronom zu lösen. Edwin Powell Hubble steht am Ende einer langen Reihe von Wissenschaftlern, die ihren Forscherdrang zum Teil mit dem Leben bezahlten. Im Jahre 1600 verurteilt die Heilige Inquisition Giordano Bruno zum Tode. Unter anderem, weil er behauptete, das Universum sei grenzenlos und beherberge unendlich viele Welten. 87 Jahre später untermauert Isaac Newton das Weltbild von Nikolaus Kopernikus, wonach die Sonne und nicht die Erde im Mittelpunkt des Universums steht. Als Beweis nennt er die Anziehungskraft der Sonne, die die Planeten auf ihren Bahnen hält. Damit rüttelt Newton am Weltbild der Kirche, aber er kommt Rom auf anderem Wege entgegen. Newton hatte beobachtet, dass sich viele der bislang als fix geltenden Sterne bewegten. Seinen Bewegungsgesetzen zufolge müsse jedoch alles in Bewegung sein, also auch die bislang nicht gesichteten Himmelskörper. Folglich könne das Universum gar keine Grenzen haben. Diese Erklärung Newtons scheint nun auch in Rom Gefallen zu finden. Entspricht sie doch der Vorstellung, wonach Gott sich mit dem Universum ein Ebenbild geschaffen habe, ebenso ewig wie er selbst. Doch wie ist das Universum entstanden? Und weshalb sind die Sterne so weit voneinander entfernt, obwohl sie sich doch aufgrund der Gravitation anziehen müssten? Newton hatte noch nicht die geeigneten Instrumente, um diese Fragen beantworten zu können. Doch die nächsten Jahrhunderte brachten große Fortschritte. Mit Hilfe seiner selbstgebauten Riesenteleskope entdeckt Wilhelm Herschel im Jahre 1785 den Planeten Uranus. Bei seinen Himmelsbeobachtungen stößt Herschel immer wieder auf helle Lichtpunkte inmitten diffuser Nebel. Er hält sie zunächst für Sterne, umgeben von Gas- und Staubwolken. 1845 stellt der irische Astronom William Parsons, Earl of Ross, sein Spiegelteleskop Leviathan fertig. Das 10 Tonnen schwere Gerät ist das leistungsstärkste seiner Zeit. Ross erkennt erstmalig die spiralförmige Struktur der Nebel, weiß aber nicht, dass es sich dabei um Galaxien handelt. Seine Zeichnung ist verblüffend detailgetreu, vergleicht man sie mit einem Foto der Galaxie. Doch während man immer mehr Galaxiennebel entdeckt, fehlt nach wie vor ein Modell, um das Wesen der Nebelschwaden zu erklären. Dieser Mann soll das Rätsel lösen. Edwin Powell Hubble wird am 20. November 1889 in Marshfield, Missouri, als Sohn eines Versicherungsvertreters geboren. Schon früh begeistert er sich für die Sternenkunde. Und Jules Vernes Reise zum Mond ist eine seiner Lieblingsgeschichten. So manche Nacht lässt ihn der Großvater durch das selbstgebaute Fernrohr in die Weiten des Sternenhimmels schauen. Die Geschäfte des Vaters führen die Familie nach Wheaton, einem Vorort von Chicago. Die Nacht des 23. Juni 1899 darf Edwin zusammen mit seinem Freund Sam im Freien verbringen und eine Mondfinsternis beobachten. Ein grandioses Spektakel für die beiden. Seinen exzellenten Schulleistungen verdankt Edwin ein Stipendium der Universität Chicago, wo er Mathematik und Astronomie studiert und als Sportler brilliert. Doch obgleich die Astronomie seine Leidenschaft ist, fügt er sich dem Wunsch des Vaters und geht 1910 nach Oxford, um Jura zu studieren, allerdings mit nur mäßigem Interesse und Erfolg. 3 Jahre später kehrt er zurück und setzt 1914 sein Astronomiestudium am York-Observatorium von Chicago fort. In seiner Doktorarbeit stellt Hubble die These auf, dass es sich bei den Nebeln um eigenständige Galaxien handeln müsse, die weit entfernt von unserer Milchstraße liegen.
Doch zum Beweis seiner Theorie müsste er diese Entfernungen messen können. Dazu benutzt man in ihrer Größe und Helligkeit schwankende Sterne, sogenannte Cepheiden, die sich als eine Art astronomischer Zollstock bewährt haben. Um diese Cepheidensterne aufzuspüren, geht Hubble 1919 nach Pasadena an das Hale-Observatorium auf dem Mount Wilson. Hier wurde ein Jahr zuvor das mit 254 cm Spiegeldurchmesser leistungsstärkste Teleskop der Welt in Betrieb genommen. Hubble widmet sich zunächst dem Andromeda-Nebel, der einzigen Galaxie, die man von der nördlichen Halbkugel aus mit bloßem Auge sehen kann. Dort hofft er, Cepheiden zu finden. Und tatsächlich, nach Jahren intensiver Himmelsbeobachtung, sichtet er sie inmitten des Andromeda-Nebels. Das Ergebnis hält er auf Fotoplatten fest. Mit Hilfe der Cepheiden gelingt es ihm nun, die Entfernung des Andromeda-Nebels zur Erde zu bestimmen. Gute 800.000 Lichtjahre. Doch da die enorme Distanz zwischen Andromeda und unserer Erde etwa 8-mal so groß ist wie der Durchmesser unserer Milchstraße, kann Andromeda unmöglich ein Teil unserer Heimatgalaxie sein. Obwohl wir heute wissen, dass Andromeda sogar 2,4 Millionen Lichtjahre entfernt ist, hat Hubble damit den Beweis erbracht, dass es Galaxien außerhalb unserer Milchstraße gibt. Nun, da klar ist, dass die Nebel eigenständige Galaxien sind, widmet sich Hubble zusammen mit seinem Assistenten Milton Humason den Farbspektren der Galaxien. Die Linien in den Farbspektren gelten als deren typische Merkmale. Für die Astrophysiker sind sie eine Art optischer Fingerabdruck, aus dem sie verschiedene Informationen gewinnen, unter anderem über den chemischen Aufbau der Galaxien. Dabei fällt den beiden Wissenschaftlern eine Rotverschiebung der Farbspektren auf, der Beweis dafür, dass sich die beobachteten Galaxien von der Erde wegbewegen. Die Rotverschiebung beruht auf dem Wellencharakter des Lichts. Im sichtbaren Bereich reicht es vom roten Licht mit Wellenlängen von 700 Nanometern bis zum kurzwelligen blauen Licht von 390 Nanometern. Wenn sich nun ein kosmisches Objekt, etwa eine Galaxie, von der Erde entfernt, dann verschiebt sich ihr Licht zum langwelligen roten Bereich des Spektrums. Kommt es hingegen auf uns zu, verschiebt es sich zum kurzwelligen blauen Bereich. Diesen sogenannten Doppler-Effekt kennt man auch aus der Akustik. Der österreichische Physiker Christian Doppler hatte festgestellt, dass beispielsweise eine Dampflok höher klingt, wenn sie sich nähert, und tiefer klingt, wenn sie sich entfernt. Bei kürzer werdender Distanz erreicht die Schallwelle schneller unser Ohr. Die Wellenlänge wird kürzer, die Frequenz steigt und der Ton klingt deshalb höher. Wenn sich der Zug entfernt, nimmt die Wellenlänge zu, die Frequenz sinkt und der Ton klingt deshalb tiefer. Auf die Galaxien übertragen bedeutet dies, dass sich jene mit Rotverschiebung von der Erde wegbewegen. Nun waren die meisten von Hubble untersuchten Galaxien tatsächlich zum Rot verschoben und je weiter die Galaxien entfernt waren, desto stärker fiel diese Rotverschiebung aus. Das bedeutet, dass sich die am weitesten entfernten Galaxien am schnellsten von der Erde fortbewegen. Dieser Zusammenhang von Entfernung und Geschwindigkeit ging als Hubble-Effekt in die Geschichte ein. Er ist der Beweis dafür, dass sich das Universum ausdehnt und die Galaxien auseinanderdriften. Wie die Punkte auf einem Gummiband, das man auseinanderzieht. Und Hubble kann seine Entdeckung sogar mit einer mathematischen Formel belegen, dem sogenannten Hubble'schen Gesetz. Es besagt, dass die Fluchtgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der sich kosmische Objekte voneinander entfernen, proportional zu ihrer Entfernung zunimmt. Hubbles Entdeckung stützt die Theorie vom Urknall und dem Tag X, an dem das Universum entstanden sein muss. Eine Theorie, die auch dem Schöpfungsbild der katholischen Kirche entspricht.
Am Vatikanischen Observatorium von Castel Gandolfo forscht der belgische Jesuitenpater Georges Lemaître, ein renommierter Astronom und glühender Verfechter der Urknalltheorie. Lemaître zufolge war das Universum aus einem von Gott geschaffenen Uratom entstanden und er nimmt an, dass sich das Universum ausdehnt. Wissenschaftlichen Beistand für seine Thesen sucht der Gottesmann unter anderem bei einem der angesehensten Physiker jener Zeit, Albert Einstein. Doch Einstein favorisiert das Modell des universellen Gleichgewichtes, eines quasi statischen Universums ohne den Tag X. Als Einstein Hubble im Januar 1931 auf dem Mount Wilson besucht, ist auch Lemaître zugegen. Nachdem sie Einstein ihre Sichtweise dargelegt haben, bekennt er, einen riesigen Denkfehler gemacht zu haben. Aber es gibt auch Wissenschaftler, die die Idee des Urknalls bekämpfen, allen voran der britische Astronom Fred Hoyle. Hoyle fordert einen Beweis für den Urknall und will zumindest einen Überrest sehen. Und so spottet er, man zeige mir das Fossil dieses Big Bang. 1948 veröffentlichen die amerikanischen Physiker George Gamow, Hans Bethe und Ralph Affer einen Artikel, in dem sie das Fossil des Urknalls als Restwärme im Weltraum, als sogenannte Hintergrundstrahlung beschreiben. Denn sie gehen davon aus, dass beim Urknall eine enorme Hitze freigesetzt wurde. Zwar hatte das Universum mehr als 13 Milliarden Jahre Zeit, um abzukühlen, trotzdem erwarten sie zumindest eine minimale Hintergrundstrahlung, knapp über dem absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Celsius. Mitte der 60er Jahre testet die Bell Telephone Company die Satellitenübertragung von Rundfunksignalen. Dabei registrieren die Ingenieure Arno Penches und Robert Wilson ein ständiges Störsignal. Um dieses zu identifizieren, messen sie die Temperatur der störenden Strahlung und vergleichen sie mit der von flüssigem Helium. Dessen Temperatur kommt dem absoluten Nullpunkt bis auf 2 Grad nahe. Die Temperatur der störenden Strahlung liegt knapp über der des flüssigen Helium, also knapp über dem absoluten Nullpunkt. So haben Penches und Wilson, ohne es zu wissen, die Hintergrundstrahlung entdeckt. Damit haben sie zugleich den Beweis für die Urknalltheorie erbracht. Für diese epochale Entdeckung werden sie 1978 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Die technische Entwicklung liefert schon bald neue Beweise für den Urknall. 1992 registriert der Satellit Cosmic Background Explorer, auch COBE genannt, schwache Temperaturschwankungen der Hintergrundstrahlung. Die COBE-Karte zeigt das Weltall ungefähr 300.000 Jahre nach dem Urknall. Die blauen Bereiche sind Regionen mit viel Materie, die roten Bereiche mit wenig Materie. Zur Gewinnung neuer Daten über das Universum nutzen die Astronomen seit Jahrzehnten das nach Edwin Powell Hubble benannte Weltraumteleskop. Im März 2004 gelingt damit die bislang tiefste und somit älteste Aufnahme vom Universum. Einige der entdeckten Galaxien müssen vor gut 13,3 Milliarden Jahren entstanden sein. Heute geht man davon aus, dass das Universum ewig expandiert. Die Basis für diesen Wissensstand schuf Edwin Powell Hubble in langen Nächten intensiver Himmelsbeobachtung.